Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Soul Silver. Wir werden uns jetzt Pokémon fangen, was hoffentlich der Schneider kann. Hab den Tunnel durchquert, aber ich habe noch jede Menge Energie übrig. Schöke dich. Kleinstein. Setz. Steinpolitur. Jojo. Das ist nicht sehr effektiv, das stimmt wohl. Steinpolitur. Es regnet weiter. Okay, es ist dafür dann jetzt noch mein ganzes Flammenrad verschwenden. Ich bin gerade erst aufgewacht, habe mich dann sofort am PC geschmissen und nehme jetzt die neue Folge für heute auf. Das werde ich bei Platin auch machen. Und Blattgrün muss ich auch noch wieder aufnehmen. Und geht ja auch in ein Sandrennen. Yes, Tom besiegt. Oh oh, scheint als hättest du noch mehr Energie als ich. Das ist richtig. Ich bin übrigens Wanderer und gehe oft in die Berge und Höhlen. In Städten dagegen kenne ich mich so gut wie gar nicht aus. Du aber scheinst mir schon in vielen Städten Abenteuer erlebt zu haben. Wenn wir zwei Telefonnummern austauschen, könnten wir einander doch sicher jede Menge nützliche Infos geben. Was heißt du davon? Wenn mir wieder mal eine herzerwärmende Geschichte einfällt, rufe ich dich an. Was? Was? Dann da zurück. Das heißt, heute steht es auf dem Plan, dass wir uns ein Pokémon fangen, was der Schneider kann. Was ich aber auch gerne im Team hätte. Das ist der Plan für heute. Rettern. Ich will immer noch kein Arbok im Team. So bedrohlich sieht Rettern gar nicht aus.
Eigentlich müsste ich gerade an das Fangen holen. Aber Zerschneider kann er bestimmt nicht. Rettern wurde besiegt. Sehr schön. Glava Level 23. Komm schon auf Tornuptu. Noch ein Rettern. Flammrad. Regnet weiter. Wisst ihr was, ich schau jetzt einfach nach. Ja. Ja. Sehr schön. Für Rettern wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ja. Es versteckt sich stets im Gras. Bei Geburt hat es noch kein Gift. Sein Biss tut weh, ist aber harmlos. Nein. Hier steht ein Aprikoko-Baum. Eine Aprikoko-Pink. Eine Aprikoko-Schwarz. Ich wollte doch noch. Rettern vielleicht zur Schneider. An. Ja. Ja. Nein, kann Rettern natürlich nicht. Du jetzt Zerschneider beibringen? Na, ah, ich heile Rettern erst, bevor ich es freilasse. Obwohl, ich muss es ja gar nicht freilassen, ich kann es ja in die Box tun. Ist jetzt natürlich doof. Gar kein Witz. Hier steht ein Aprikoko-Baum. Oder bist du ja, Tobi? Ich bin gerade mit der Verarbeitung fertig geworden. Hier, nimm. Turboball erhalten. Sehr schön. Dieses Mal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Versuch doch mal ein Pokémon damit zu fangen. Oh, wie ich sehe, hast du ein paar Aprikokos mitgebracht. Na schön, dann mache ich mich mal ans Verarbeiten. Dass ich dem nicht einfach alle geben kann. Ich brauche einen ganzen Tag, um diese Aprikokos zu verarbeiten. Komm, also am besten morgen.
Oh mein Gott, das Ei schlüpft. Togepi. Möchtest du dem frisch geschlüpften Togepi einen Spitznamen geben? Nein. Hallo Togepi. Kannst du Zerschneider lernen? Nein. Ja, gut. Mach den Deckel weg. Oh. Igelava hat Deckel vergessen und Igelava erlernt Zerschneider. Aber ich werde mein kleines süßes Togepi jetzt natürlich auch trainieren. Hallo Tobi, ich habe schon gehört, aus dem Ei ist also tatsächlich ein Pokémon geschlüpft. Ich wusste doch auf dieses Verlass, Tobi. Dir das Ei anzuvertrauen war genau das Richtige. Besuch mich doch mal, ich würde zu gern sehen, was für ein Pokémon daraus entstanden ist. Jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Wenn es gewünscht wird. Einheitstunnel. Vielleicht finden wir auf dem Weg dahin ja noch ein paar. Scheiße, ich brauche ja jetzt ein Pokémon, was der Schneider lernen kann. Die Chance ist gerade abgelaufen. Dann wird es zu weit erscheinen. Togepi. Heuler, Charme, Sondersensor. Okay. Quatsch. Blutsauger. Das ist sehr effektiv, das freut mich doch. Togepi erreicht Level 2. Ach ja. Das ist immer wieder schön. Super Schall. Oh, jetzt mich Watti verwirren. Watti ist verwirrt. Watti setzt Dollar. Level 3.
Caterpie ist schon ein süßes Pokémon. Das wird auch definitiv Teil meines Teams bleiben. Weil ich das auch hochleveln werde und das stärkere Attacken beibringen lassen werde. Da kommt zum Beispiel daneben, das ist schon mal schön. Auf dem Weg zum Professor wird auf jeden Fall Togepi noch ein paar Level steigen. Kleinstein! Die Lava! Jetzt eine Klein. Ein Iklar. Deckel. Laufe. Nochmal hoch zu Küb. Oh, Togepi ist kein Level gestiegen. Alles. Was ist denn da los? Kommt wieder Teufelam. Oh mein Gott, Knuffenser. Hier ist Togepi. Langsam kann ich schon sogar fast mit Togepi alleine kämpfen. Auch so fast. Togepi reicht Level 5. Sehr schön. Hopp-Spross. Okay, los, Togepi. Sondersensor. Synthese. Jetzt Platscher. Sondersensor. Komm schon. Kannst du schaffen, Togepi. Jetzt Platscher ein. Nichts geschieht. Ja, Togepi, du schaffst das. Ich glaube an dich. Synthese. Ja, okay.
Oha, das war ein guter Hit. Komm schon. Okay. Ein Gelaber braucht sich nicht anstrengen. Nichts geschieht. Reicht auch das hier. Ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen drauf, hinterlasst kurz die Kritik. Bis zum nächsten Mal und ciao.